Hallo liebe Kinder, heute möchte ich euch einen Kunststil vorstellen, der sich Op-Art nennt. Op-Art heißt so viel wie optische, also sichtbare Kunst. Optisch meint, dass sich die Bilder auf das Sichtbare beziehen. Das sagt erstmal nicht so viel aus, da ja Bilder meistens sichtbar sind. Diese Bezeichnung stammt auch von einem Kunstkritiker, der sich damit ein bisschen über die Bilder lustig machen wollte. Du kennst wahrscheinlich optische Täuschung. Diese Bilder erzeugen den Eindruck einer Bewegung oder einer Räumlichkeit und die Bilder der Op-Art haben einiges damit gemeinsam. Schauen wir uns mal so eine optische Täuschung an. Bei diesem Beispiel scheinen die waagerechten, grünen Linien gebogen zu sein. Aber das ist eine Täuschung. Wenn ich ein paar Reihen entferne, siehst du es gleich. In diesem Beispiel wird aus dem Schachbrettmuster eine Kugel, nur weil kleine weiße und schwarze Quadrate hinzukommen. All diese Kugeln entstehen durch Verzerrung von Flächen, sodass das Gehirn denkt, hier sei etwas räumlich. Auch wenn Rechtecke verzerrt werden, entsteht ein räumlicher Eindruck, als ob man in ein Schwimmbad schaut. Optische Täuschungen gibt es schon lange in der Kunst. Die ersten Malereien der Römer haben versucht, einen räumlichen Eindruck zu erzeugen. Archimboldo hat aus Früchten Gesichter zusammengesetzt. Bei dieser Zeichnung sieht man entweder eine Landschaft oder einen Kopf, der auf dem Boden liegt. Die Künstler der Op-Art haben ihre optischen Täuschungen immer weiter vereinfacht, bis nur noch wenige Farben und Formen übrig blieben. In diesem Bild sehen wir weiße Streifen auf schwarzem Grund. Ich habe das Bild mal gedreht und vergrößert, damit man es nicht sofort erkennt, aber dann sieht man ganz deutlich zwei Zebras. Das passt ja ganz gut. Zebras sind ja auch schwarz-weiß gestreift. Die Künstlerin Bridget Riley hat auch schwarz-weiße Linien gemalt. Aber hier kann man keine Tiere oder Gegenstände mehr erkennen. Das ist ganz ungegenständlich. Aber diese Linien wirken auch irgendwie räumlich oder sie scheinen sich zu bewegen. Ich zeige dir, wie du auch so ein räumliches Bild mit Linien zeichnen kannst. Wir nehmen dazu unsere Hand und legen sie auf ein Blatt Papier. Jetzt zeichnen wir mit einem Bleistift die Kontur der Hand, aber nicht zu fest aufdrücken. Wir wollen die Linie später wieder wegradieren. Wenn du damit fertig bist, ziehst du vom Rand eine Linie mit einem schwarzen Stift. Wenn du an der Bleistiftlinie angekommen bist, machst du einen Bogen nach oben bis zu dem Bleistiftstrich auf der anderen Seite. Dies wiederholst du nach oben, immer mit etwas Abstand. Fingern wirst du dann etwas runder. Ich lasse das mal etwas schneller ablaufen, aber du kannst dir ruhig Zeit lassen. Das sieht doch wirklich dreidimensional aus. Viel Spaß beim Zeichnen!